Jo Leute und ein herzliches Willkommen zu einer Folge GTA 5 mit Julian. Moinsen. Und wir machen jetzt eine Mission. Und zwar welche Mission, Julian? Ich weiß gerade leider nicht welche. Ich weiß nicht, wie die heißt. Stress auf dem Dach heißt die. Stress auf dem Dach, genau. Und warte mal, ich glaube die Musik ist gerade ein bisschen laut. Die müsste ich dann einmal kurz etwas leiser machen. Oh. Jetzt ist er aus. Hallo? So. Ups. Ja, diesmal sind wir ein bisschen special, weil wir keine Panzerung haben, nichts. Ja, genau. Und die Mission ist auch schwer. Aber mal gucken, ob wir das schaffen, aber ich denke mal, das. Oh, das Jungs. Wir sind jetzt auf dem Weg. Ja, nice. Danke. Jetzt weiß ich nicht, wo ich hin muss. Ach, da muss ich hin. Okay. Erstmal hier mit dem Centorno hier lang brettern. Geht's denn hier lang? Hallo, hallo, wo sind die denn? Ach, die sind da drin. Nein, jetzt habe ich schon wieder ein falsches Radio ausgewählt. Hallo? Lasst mir doch hier mal Zeit. Zack. Die Idioten. So, 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 so. Kommt. Bleibt mal still hier. Da auch noch einmal. Der ist tot. Hallo, der lebt noch. Jetzt ist er tot. Das ist das Gute hier mit dem Centorno. Und zwar kann man oder können die anderen euch nicht treffen, wenn ihr so zurückfahrt. Okay, jetzt müssen wir die Profis dahin ausschalten. Ja, machen wir. Wo sind sie denn? Das mit dem Centorno, hast du recht, das ist echt mega. Er steigt auch und ist direkt tot. Also jetzt kannst du wohl auch vorwärts fahren, oder? Oh, schnell! Die Documents. Kommt, Jungs. Ihr habt doch gar keine Chance gegen uns. Zack, tot ist er. Einmal aussteigen, bitte. Hallo? Ist so. Kommt schon. Ach so, die Dokumente sind da hinten. Sammelst du die ein? Jo. Okay. Steig mal wieder ein hier. So. Oh, tut mir leid. So, aus was für Gründen auch immer ist die Musik, geht die Musik auch immer wieder aus. Wo fahren wir denn jetzt hin? Ach, zu Madrazos Haus. Madrazos. Da kaufe ich auch immer die Matratzen. Genau. Ja. Oh, scheiße, dran vorbei. Mir hat's schlimm. Uiuiui, uiuiui. Aber sieht so aus, als ob die. Oh. Ja. Oh, danke. Sieht so aus, als ob die Mission dann gleich wieder zu Ende ist. Hängen wir. Machen wir noch direkt eine nächste Mission oder so, ne? Oh Mann, ja. Weil. So wenig, das ist ja nichts. Das ist ja wirklich nichts. Dass sie da immer so weit oben wohnen, ne? Das ist ja schrecklich. Ja, das nervt so, immer da hoch zu gurken. Oh, hallo? Dürfte ich da mal bitte? Danke, hallo, danke. Hallo? Ey, hallo? Komm, mach mal hier. Mach mal einen Abflug hier. Nein! Ich bin gestorben! Oh. Ich hab mich selbst hochgejagt aus Versehen. Ups. Nehmen wir mal das Auto. Ja, das ist vom Kumpel das Auto. Das darf ich. Ey, hey Ladies, hallo. Hallo. Jetzt habt ihr nicht gesehen, wie wir es abgeliefert haben. Naja, egal. Oh, 15 Jobpunkte. Alter, 12.380, ist ja nice. So, dann geht's direkt gleich weiter nach einem kleinen Schnitt. Also, bis gleich. So, und da geht's auch schon weiter in der nächsten Mission. Und die heißt Christinas Küstenkiste.
Küstenküste. Oh ja, mein Zentorn ist ja zerstört. Das Kiste an der Küste. Bitte, nimm mich mit. Oh. Ich glaube, das ist gleich da unten. Steh den Lastwagen. Ich darf den dann fahren, ja? Bitte? Du darfst dann neben mir Platz nehmen. Ich erlaube es dir. So, runter mit der Eier, mit der Karre Eier, erstmal, ich snipe erstmal. Jupp, können wir machen. Das kann man sich ruhig mal gönnen, ne? Bleib doch stehen. Stirb. Der ist immer noch nicht tot da hinten. Oh, ich bin aber fast hier down. Komm schon. Los, gib Gas. Lol. Würde ich jetzt gerade aufnehmen. Die Barren im Zaun rum. Das sieht richtig lustig aus. Ehrlich? Oh, ich bin jetzt wirklich gleich tot. Ich geh dann schon mal runter. Da fällt er schon wieder. Achtung. So, wo ist denn hier der Lastwagen? Der bestimmt der Weiße, macht den bitte nicht kaputt. Oh ja, macht den kaputt. Pass auf. Oh, da hinten ist noch einer. Alter! Oh, ich bin fast tot. Ja, steig einfach ein. Oh, der ist jetzt auch weg. So, mach wieder Radio. Boah, Junge, das geht jetzt aber auch langsam hier hoch. Fahren wir schon mal ein bisschen vor, nicht, dass gleich irgendwie Gegner kommen oder so. Jo, mach das. Ja, da sind eine Schwäche. Dauert noch ein bisschen bei mir. ihr könnt uns natürlich auch noch ein paar Vorschläge in die Kommentare schreiben, was wir noch so in GTA machen können. So die ersten zwei Videos, das waren ja so, ja, einfach nur so ein bisschen Rumgeballer und dann halt so ein bisschen Gerede und ein bisschen Action halt. Und jetzt das dritte Video hier jetzt, ja, halt so Mission, aber es gibt ja noch mehr. Man hat ja viel mehr Möglichkeiten in GTA und ihr könnt ja auch mal in die Kommentare schreiben, was wir noch so machen können. Ja, die sind hier. Hier sind noch welche, ne? Ja, Junge, ich bin tot. Danke. Du bist aber vorgefahren. Super. War echt klasse von dir. Ja, ich hab doch alle getötet. Ja, da kamen aber noch mehr. Du darfst die einfach weiterfahren. Ja, dann sind die neu gespawnt. Ja, ja. Komm zurück. Ist doch nicht schlimm. Ja, doch. Jetzt haben wir ein Teamleben weniger. Ja, scheiße, was drauf. Komm zurück. So, bitte einsteigen einmal. So. Jetzt brauchst du auch nicht mehr zurückkommen. Arschloch. Boah. Also sowas. Mann. Hau ab jetzt. Nen. Jetzt ist die Musik schon wieder aus. Junge. Sorry. Was machst du denn da? Was machst du denn da? Nein. Nein! Oh Gott, bin ich blöd! Oh, Lukas. Oh nein! Nein! Ich wollte das eigentlich... So dumm, Lukas. Ich wollte... Ich wollte es eigentlich nur vor uns machen. So, nachdem Christina ihre Kiste leider doch nicht bekommen hat, naja, machen wir jetzt eine andere Mission. Probleme am Pierre. Also, Pierre hat Probleme mal wieder. Dann müssen wir immer wieder zur Hilfe kommen. Ach, wir müssen runter. Oh, nee. Oh, das war ziemlich schlau. Nicht. Ja, stehen wir nochmal im Weg rum. So.
Was jetzt passiert? Hä, was ist passiert? Was habe ich getan? Was habe ich denn getan? Ach, die Autos nicht zerstört werden, oder was? Oh, Lukas, nein. Das kann's nicht sein. Hä? Was habe ich denn was getan? Was glaubst du wohl, warum ich das nicht gemacht habe? Oh, nee. So, und dann geht's auch schon weiter. Kann man wissen, dass man die Autos nicht zerstören darf? Davon stand überhaupt nichts. Nö. Das kann man eigentlich nicht akzeptieren hier. Den Scheiß. Was müssen wir da machen? Stehen die Zielfahrzeuge, okay. Autos klauen. Ich nehme das obere. Ich nehme das oben. Ja, da bin ich jetzt schon auf dem Weg. Dann nehme ich das in der Stadt. Hoffentlich bewegen die sich nicht, das wäre ja doof. Oh, Alter, nee, diese lahme Karre hier. Hallo? Wir waren mit dem Motorrad unterwegs. Ah. Geile Musik hier. So, weiter geht's. 900 Meter. Ah, sieht auch so aus, als ob die Autos sich nicht bewegen. Mann, oh Mann, oh Mann. Das kann man ja nicht wissen, ey. Das ist ja so ein Dreck. Oh. Ja, und wir haben die Mission schon so oft gemacht, ne? Ja. Oh. So. Wo geht's denn hier rein? Hallo? Da also nicht. Hier? Nein. Wo geht's denn hier rein? Das war ja auch, glaube ich. Das war jetzt Problem am Pier, ne? Oder so. Das hier? Nee, das davor, ja. Nee, das da eben. Ja. Und es gibt noch so eine Mission, die ist auch an dem gleichen Ort. Und da kannst du alles hochjagen. Ach so. Hier haben wir immer gezockt. Ach so, ja. Ich weiß ja nicht, wo es reingeht. Ich fahre schon. Irgendwie Koks-Konkurrenz oder so, glaube ich. Ach so, ja. Ach so, ja. Irgendwie sowas. Irgendwie finde ich den Eingang hier nicht. Bestimmt da, wo die Straße ist. Hallo, dürfte ich da mal bitte? Hallo, durch, hallo, danke. Hier? Ah, ich glaube hier. Da nicht. Da, oh, hallo, grüß euch. Ich würde einmal hier kurz, nur einmal. Scheiße, Mann, das frisst voll Zeit. Mann, hallo, lasst mich doch hier bitte. Das ist ja schlimm hier. Schlimm. Nee, komm, das mache ich nicht mit. Das mache ich nicht mit. Ich denn da rüberkommen? Ist ja voll nicht lustig. Irgendwie hänge ich hier auch ein bisschen fest. Ja, bei mir ist ja so Zaun da drumherum. Ja, bei mir auch. Ich bin ja auch in so einer Villa, ne? Ja. Aber ich weiß nicht, wie ich jetzt hinkommen soll. Also, es ist echt schwer hier rückwärts. Dürfte ich da mal bitte... Hallo, ich muss doch hier einmal nur bitte dieses Auto. Komm jetzt hier. Halt die Klappe jetzt. Muss ich unbedingt... Wo kommt der denn jetzt her? Da hinten. Und da auch nochmal. Der ist immer noch nicht tot. Jetzt? Muss ich den Bentley hier nehmen? Scheiße, die Autos... Ja, ich alle noch vor. Ich dachte, ich kann die irgendwie so wegrammen, aber es geht nicht. Also ich hab das Auto jetzt. Bring das Fahrzeug zum Hafen. Machen wir. Ich muss hier gerade mal ein bisschen umparken. Anders kommst du nicht raus. Naja, lass dir ruhig Zeit. Ich muss eh noch 4 Kilometer fahren. Ja, die Mission ist ja auch schwer, ne? Und ich glaube, danach kommen noch 2 oder 3 Autos. Weiß ich nicht, bin mir nicht sicher. Also es läuft zumindest auf Zeit. Ah, hier kann man schön beschleunigen, immer schön über Rot fahren. Das spart Zeit. Oh. Oh, da habe ich gerade nicht hingeguckt. Eieiei. Man kann ja auch mal... Oh, ich auch nicht. Man kann ja auch mal hier in der First Person fahren. Es ist ja hier eine Erneuerung bei GTA 5, soweit ich weiß. Ich spiele das nicht so oft, dieses Spiel hier. Ja, seit der PS4. Rein theoretisch muss man sich ja auch an die Straßenverkehrsregeln hier halten. Mach ich aber nicht. Oh Julian, ich fahre gerade hier an dem Strich hier vorbei, wo wir die ganzen Nutten immer abgeknallt haben. Das war so zweideutig irgendwie. Ja. Jetzt wisst ihr, Leute, woher ich die 2,5 Millionen Euro habe. Von den ganzen Nutten. Oh Gott.
Nein, sag das nicht. Doch, sag ich. Das nicht. Mann, Grün, ich hab's doch schon gesagt. Doch. Nein, sag das nicht. So, das ist jetzt genug hier in der First Person gefahren. Bumm. Und hier einmal lang. Bist du schon da? Ja, in 10 Metern, warte. Oh. Mach's noch genauer, ey. Statt einfach zu sagen, ja, ich bin jetzt gleich da. Nee, in 10 Metern bin ich schon da, ja. In 48,3 Metern. So, also ich bin in, warte, ich halt gerade an, damit man es weiß, in 867 ja, Metern. Lukas, ja, chill. Ja, Lukas, ich glaube, da kommt wirklich noch was. Irgendwie jetzt, so, ja, hol mal ein paar Fahrzeuge. Jetzt beruhig dich. Beruhig dich bitte. Bitte beruhigen. Kannst du mal vorfahren? Oh, Freund. Ach ja, scheiße, wir müssen wirklich noch was abholen. Aber das schaffen wir in 4 Minuten. Naja, kriegen wir hin. Wenn wir jetzt da auch verkacken, wäre das so peinlich, ne? Komm los. Was muss ich tun? Ich muss da eigentlich mit dem Motorrad fahren, oder? Komm schon. Du nimmst das. Was nimmst du? Das obere oder das untere? Ich nehme das ganz obere, ja. Okay. Weil da bin ich jetzt näher dran. Boah, ey, das wird jetzt echt knapp. Junge, nein, ich komme hier nicht lang. Ich glaube, bei dem oberen, da sind auch noch Leute, die das bewachen. Es sind, glaube ich, überall noch Leute, die es bewachen. Echt? Ja, ich glaube schon. Also ich habe noch 2 Kilometer vor mir. Ich habe jetzt nur noch einen, ne? Ja. Also das könnten wir eigentlich theoretisch schaffen. Ja, 3 Minuten, das geht noch. Das müsste man rein theoretisch schaffen. Wenn es jetzt nicht hier so viele Lappen sind, die hier uns den Weg versperren. Der Weg ist versperrt. Das wäre echt uncool. So, gut noch 1 Kilometer. Du kommst hier nicht vorbei. Noch eine gute Meile. Hallo, dürfte ich einmal bitte... Oh nein, den muss man töten. Oh Gott, oh Gott. Oh nein, Julian, ich bin fast tot. Scheiße. Ich bin tot. Warum sterbe ich eigentlich immer? Ich verstehe es jetzt zwar nicht, aber... Julian, jetzt versuch mal nicht zu sterben. Oder... Oh Gott, Lukas, das ist... Das ist ziemlich schwer. Ja, auf dem Motorrad, das ist da die Stelle, wo die ganzen Bullen stehen. Und die schießen jetzt einfach alle auf mich schon. Boah, ich bin wahrscheinlich gleich tot. Nein, ich würde... Oh Gott, oh Gott, Lukas, nein, sag das nicht. Sag das nicht. Hä? Geht's irgendwie noch weiter? Nein. Ist das jetzt dein Ernst? Jetzt muss ich das alleine machen? Ja, das schaffst du nicht mehr. Nee, schaffe ich auch nicht. Auf gar keinen Fall. Geht nicht. Kommen wir zur nächsten Mission. Ja, okay. Das werde ich jetzt wahrscheinlich nicht schaffen, die 2 Autos in 2 Minuten jetzt hier noch zu holen. Darum. Ja, würde aber mal sagen, wir machen jetzt mal noch eine andere Mission zum Abschluss. So als Finally End, kann man das so sagen? Ja, und dann würde ich sagen, dann sehen wir uns jetzt gleich wieder. Also, bis gleich. So Leute, und willkommen zurück. Wir haben eben gerade ja gesagt, dass wir jetzt noch eine Mission machen. Aber das wird dann ein bisschen zu lang, das Video. Also haben wir uns gedacht, hier ist jetzt das Ende vom Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ein paar hier abknallen. Wir würden uns über eine positive Bewertung natürlich freuen. Ein Kommentar natürlich auch. Und Julian. Abonniert uns, um immer auf dem Laufenden zu bleiben. Genau. Ja. Genau, dann würde ich sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Und bis dahin erstmal. Ciao. Ciao.